Hallo und willkommen zurück zur Pokémon Klassik. Ich wollte eigentlich ursprünglich jetzt gerade nach einem Muscher suchen, aber Zinnoberinsel, Pokémon Arena Leiter Pyro. So, jetzt können wir auch hier rein, dank dem Schlüssel. Aber, ich muss sagen, dass ich keins gefunden habe. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gesucht irgendwie. Das ist nicht wirklich so gewesen, aber ich habe halt schon recht lang gesucht. Arena Leiter Pyro, bisher Sieger natürlich Blue, wie immer. Dummer Arsch. Da hier Feuer-Pokémon sind, würde ich sagen, lassen wir das Ganze so, wie es ist. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, wie das hier funktioniert. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Okay, interessant. Hat er jetzt immer noch so ein Diebeskin, der wäre ziemlich dumm. Ja, das ist dumm. Wieso hat er eigentlich so ein Fake-Bart an? Dieb Ralf. Ralf einfach. Heißt aber immer noch Dieb, richtig dumm. Ja, ich habe das halt gesucht und anscheinend gibt es das nicht. Kann das sein, dass die irgendwie sich verschrieben haben? Weil ich finde einfach kein Muschas. Vielleicht gibt es Muschas in... Doch nur in Blattgrün. Ich meine auch irgendwie das zu denken. Ich meine das zu denken. Genau. Dass es nur da eben Muschas gab. Weißt du, ob das stimmt? Könnt ihr mir gerne schreiben. Ansonsten gucke ich nochmal nach, denn ich finde gerade einfach keins. Aber überspringen wir das erst mal. Erst einmal, wir müssen später sowieso noch zu vielen Orten zurückrennen, um da noch ein paar Pokémon zu fangen. Vulpix. Wunderschön Schluck auf. Da war viel Schaden. Begrenzer macht dann irgendwie durch irgendeine Attacke nur noch, weil sich so und so oft einsetzen kann oder so. Ist voll brutal. Gut, dass das jetzt besiegt worden ist, weil sonst hätte ich mich aufgeregt. Das hatte wahrscheinlich genau 100 KP. Vulnona, nein. Dazu habe ich jetzt wieder weg. Zwei Treffer, dann dürfte das eigentlich kaputt sein. Treffer. Da konnte sich wohl jemand keine zwei Feuersteine leisten, ne? Tja. Oh. Das ist aber stark. Warum haben Diebe immer Vulnonas? Das war eben auch schon so, ne? Vielleicht kann man damit gut Sachen klauen. Man stellt dann in die Ecke und alle gucken da drauf und denken sich, oh, so geiles Pokémon. Und deshalb klaut man alles. Und nun also echt so voller schöne Pokémon, ne? Das ist irgendwie so ein Fuchs, Wolf, Hund, Vieh, Mischung, genau. So, Slimer bekommt jetzt auch EP, da den EP-Teil hat. Agilität, oh. Was können wir denn dafür vergessen? Mal gucken. Donnerwelle will ich eigentlich behalten. Slam ist eigentlich auch ganz geil. Ach, die macht 40 KP Schaden mit 50, ich würde schon sagen. Agilität ist schon ganz cool, da kriegt man halt höhere Initiative, aber brauche ich jetzt eigentlich nicht, nee. Nö. Hä, nein. Nein. Agilität nicht allein? Ja. Boah, wenn ich so dumme hinhergedrücke. So, Slime bekommt auch EP. Ich sag, Slime entwickelt sich auf Level 32. Mal gucken, was stimmt. Was ist das denn für ein Ding? Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort? Dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch? Dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Ich hab doch schon lange den Typensieg. Entwickelt sich Raupi zu Safcon? Ja. Und die Antwort ist richtig. Wow. Ich will aber trotzdem jeden besiegen, von daher. Hä? Ah. Ach, man muss dann beide besiegen in dem Raum. Ich werde ja sowieso jeden besiegen, von daher. Ist halt egal, aber es ist eine lustige Idee. Man kann einfach durch die komplette Arena, ohne irgendwie einen Kampf zu machen. Okay. Dragonia. Surf alle weg. Vulpix und Vulnona haben anscheinend hohe Verteidigung. Okay, so viel dazu. Dann hat nur Vulnona eine sehr hohe Verteidigung. Oder 4 KP, was weiß ich. Das. Einsetzen. Ich hätte auch einfach direkt zweimal die Attacke einsetzen können. Hab mal beim letzten Mal gesehen, dass das funktioniert, aber ich hatte keinen Bock. Nein. Hat er jetzt auch schon wieder nur Vulpix? Das haben hier alle Vulpix oder was? Vor allem der Arenaleiter hat wahrscheinlich gar keinen Vulpix. Was hat denn der Arenaleiter für Pokémon? Ich weiß, dass der Arenaleiter ein Magma hat. Aber was sonst noch? Wahrscheinlich ein Arcani oder sowas. Ja, bestimmt Magma, Arcani. Und was könnte der sonst noch so haben? Das ist jetzt nicht so geil, dass ich verwirrt bin. Oh, geil, gut. Dragonier ist nicht dumm. So, tschüss. Oder? Ja. Geil. Okay, jetzt kann bestimmt Vulnona, oder? Ja. Wir wechseln mal Pokémon.
Weil ich habe keinen Bock, jetzt mich selber zu vernichten auszusehen. Zu Tauboss. Genau. Ich finde, man kriegt in dem Spiel hier super wenig Items, die man Pokémon geben kann zum Tragen. Ich meine, man kriegt bestimmt viele, nur ich übersehe die alle oder sammle einfach gar nichts auf. Ich benutze zum Beispiel auch nie den Detektor. Immer wenn ich in der Komplettlösung gucke, steht da so, weiß ich nicht, bei jedem Gebiet praktisch, ob man so und so viele Sonderbonbons finden kann, wenn man einfach nur den Chess-Detektor einsetzt, aber ich benutze ihn halt nie. Obligat Lesnar. Fail. Ja, okay, das macht genug Schaden. Ja, da kann ich keinen Ruckzuck-Hieb. Aber ist egal, ich sowieso zuerst angreife anscheinend. Tja, Glut. Körperglut. Kein Flammenwurf, ey, richtig schlecht. Durfte der gerade zweimal hintereinander angreifen? Der hat Glut eingesetzt und dann noch eine Attacke. Fuck. Ach, für die nächste Runde war der dann zuerst dran. So, Slime Level 29. So, mal gucken. Entwickelt sich das jetzt schon? Nee, oder? Wir ein bisschen früh. Nee, gut. Gegen den will ich auch kämpfen. Ich will gerade eigentlich nicht dieses Quiz. Stell dir mal vor, man könnte da bei der Maschine hinten einfach gewinnen und dann kriegt man einfach den Arenaleiter besiegt, ohne dass man gegen den kämpfen muss. Ich möchte jetzt auch noch gegen den kämpfen, weil ich habe jetzt keinen Bock, nicht, dass ich jetzt die Maschine anspricht, dann die Antwort richtig mache und dann die Tür aufgeht und ich gegen keinen mehr kämpfen muss. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich so. Und deswegen möchte ich erst alle besiegen, bevor ich das Quiz mache. Aber ich werde trotzdem das Quiz machen, weil das ganz lustig und süß ist. So, tragen wir wieder alle wegsurfen. Ist gut. Müssen die immer noch so ein bisschen KP haben? Das ist richtig nervig. Gott sei Dank hat Feuerwirbel nicht getroffen. Ich hätte keinen Bock, auf verbrannt zu sein. Ah ne, macht gar nicht Verbrennung. Das macht einfach... Ich mach mal Slam. Und es hat getroffen. Ein Weltwunder. Oh mein Gott. Feuerwirbel macht einfach so wie Klammergriff, glaube ich. Ne? Wo man dann so ein bisschen jede Runde KP verliert. Ist ja auch ein Klumander. Wieso hat aber immer jeder ein Klumander? Ich glaube, mein Pokémon war besonders. Bis jetzt hatten, glaube ich, am wenigsten die Leute Bisasam. Oder ich glaube, nur in der Arena von Erika hatte einen Tuss in Bisasam. Kann das sein? Und ein Bisaknoss. Shigi habe ich auch erst... einmal gesehen und Blue hat natürlich ein Shigi, aber naja. Dürfte mittlerweile auch ein Turtok sein. Das war ja sogar schon ein Turtok, als ich letztes Mal gegen den gekämpft habe, oder? Ich glaube schon. Da, 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 da. Hallo Vulpix, was geht denn ab? Surf alles kaputt. Oh ja, das dürfte jetzt aber besiegt sein. Weil das Vulpix auf der 36 hatte noch. Hä? Oh, WTF. Der Vulpix auf der 36 hat aber auch nur knapp überlebt. Und das da jetzt auch, WTF. Cheater, ey. Okay, so langsam wird Dragon hier immer so treffsicherer. Es trifft auch jetzt ausnahmsweise mal mit Slam. Lalalala. Hier ist eine sehr, sehr gute Arena, um Dragon hier zu trainieren, muss ich sagen. Ist perfekt. Aber leider macht Dragon jetzt mit Surfer-Attacken, also beziehungsweise Wasserattacken gar nicht mal so viel Schaden. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Schnüffler. Ich weiß jetzt endlich, was Gesichte und so Attacken können. Oder was Gesichte zum Beispiel kann. Mit Gesichte kann man, das wusste ich die ganze Zeit, da hat mein Bruder mir irgendwie gestern einfach so erklärt, weil der rausgefunden hat, bei Alpha Saphir. Da kann ein Normal-Pokémon, also mit Normalattacken kann man dann Geist-Pokémon angreifen, das geht ja normalerweise nicht. Ist das vielleicht dann auch so, dass man mit allen Attacken, die normalerweise nichts bringen würden, das gegnerische Pokémon angreifen kann? Zum Beispiel mit Elektro-Attacken ein Gestein-Pokémon? Weil das bringt ja nichts, das ist ja, hat ja keine Wirkung. Und wenn man dann Gesichte einsetzt, klappt das dann? Das wäre cool. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort? Ja, toll. Ja. Ja. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Nein, 8. Ey, das wäre peinlich, wenn ich irgendwas nicht wissen würde, ne? Die Antwort ist richtig, gehe weiter. Okay. Hallo. Was geht? Ich setze meine Vorliebe, was? Ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Ja, ist irgendwie klar in der Arena, ne? Ich bin ja so ein Dieb, ey. Ich finde halt cool, wie die Arena hier, Boris heißt der, ein bisschen anders aufgebaut ist. Warum hat der nur ein Ponite und das auf Level 41, what the fuck? Jetzt hat die Arena hier so aufgebaut, dass der Eingang praktisch rechts ist und man dann nach links sich so durcharbeitet. Das ist irgendwie ganz cool. Weil alle Arenen hatten bis jetzt ihren Eingang in der Mitte. War irgendwie ziemlich normal. Trotzdem mit 2 Hits besiegt, okay. Das gibt aber dafür bestimmt viel EP, oder? Ach, der Arenaleiter hat bestimmt einen Galopper, einen Arcani und ein Magma. Ja, obwohl das wären starke Pokémon, ne? Aber ich glaube schon. Vielleicht hat er auch einen Fukano. Das ist nett. So, trotzdem das Quiz noch machen. Ich will ein Quiz machen. Weißt du die richtige Antwort? Ja, ist okay. Ja, kenne ich. Wie das jedes Mal sagt. Entwickelt sich Quapsel 3-mal? Naja, es entwickelt sich zu Quapuzzi. Und Quappo kann sich aber auch zu Quaxel entwickeln.
Aber eigentlich nein, weil er entwickelt sich ja einmal und dann nochmal. Also entwickelt sich ja zweimal, ne? Gut, war richtig. Die Antwort ist richtig. Geh weiter. Kein Pokémon entwickelt sich dreimal, glaube ich. Sind hier wieder zwei Leute? Nee, okay. Hi. Ja, Pyro. Achso, da ist der Typ. Ich habe gedacht, ich weiß, warum ich ein Pyro-Trainer geworden bin. Aber so heißt der Arenaleiter. Burkhard hat ein Galopper. Das ist einfach derselbe Typ wie vorhin, nur stärker. Der hat nämlich ein weiterentwickeltes Pokémon. Das ist zum ersten Mal, dass wir Galopper sehen. Und Feuerwirbel trifft einfach nie. Ist auch geil. Braucht er zwei Hits oder braucht er drei Hits? Könnte sogar drei Hits brauchen. Ne, braucht zwei Hits. Hoffe ich zumindest. Oh, Agilität bringt jetzt auch nichts mehr. Tschüss. Tschüss. Sag ich in letzter Zeit richtig gerne. Keine Ahnung warum. Oh, Nase. Aber in diesem Part merkt man wenigstens noch nicht so ganz, dass ich eklige Rotze in der Nase habe. Das war sehr lecker. Schreberburkhard ist besiegt worden. So, Level 30. Entwickelt sich das jetzt? Nein, ich sag Level 32, wie gesagt. Gucken, ob das stimmt. Oder 36? 35? Ich sag 32. Ich bleib bei 32. Sind Elektroattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv? Nein. Wenn die überhaupt effektiv sind. Ich weiß das gar nicht. Elektro bringt gegen Boden gar nichts, ne? Und gegen Gestein auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wieso sind hier auf einmal nur noch in jedem Raum einer? Ist in jedem Raum nur noch einer? Ist irgendwie dumm. Ich komme durch die ganze Arena durch, ohne mich einmal zu heilen. Rüdiger, warum hat er nur Diebe, WTF? Ich mag den Arenaleiter nicht, der ist komisch. Das ist ein alter Sack, der irgendwie Haarausfall hat. Ich will nichts gegen Leute, die Haarausfall haben, aber der ist creepy. Irgendwie. Sogar auf Level 37 hat er genauso viel Schaden genommen wie auf Level 34. Was ist denn los? Aua, Hilfe. Das war schlimm. Drachenwut. Und besiegt. Das war einfach. Ich finde das irgendwie scheiße, dass hier jeder Trainer einfach dasselbe Pokémon hat. Das ist ja voll dumm. Vulpix und Galopper. Und halt die Entwicklung davon. Und Fukano. Wow. Nein. Ich glaube, das ist der letzte Gegner, den ich kämpfen muss. Oder der vorletzte. Schluck auf. Yay, Bedroher. Surfer. Hat Dragon eine hohe Initiative? Weil ich finde, das sieht eigentlich schon aus, hätte eine hohe Initiative. Aber ich kann mir vorstellen, dass Fukano eine viel höhere Initiative hat. Wow. Erkennt Dragon. Ich glaube, Schnüffler bringt dasselbe. Kann das sein? Drachenwut. Ich muss mir mal durchlesen, was die ganzen Attacken da können. Tschüss. Tschüss. Schon wieder. So, die Grüne auch noch besiegt. Jetzt kann ich gleich nochmal durch die ganze Arena zurücklatschen. Aber erstmal machen wir das coole Quiz. Bis jetzt habe ich nämlich noch nicht peinlich angestellt. Ich wusste bis jetzt alles. Lass uns beginnen. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Was? Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja, die haben trotzdem verschiedene Stats. Also, ja. Oh Gott sei Dank. Richtig. Geh weiter. Puh. Zwei war schon. Ah ne, das ist noch einer. Sollen wir auch noch gegen den kämpfen? Ja, komm. Gegen Wasser kann Feuer nichts ausrichten. Dankeschön für diese tolle Information. Das wäre so dumm, wenn jetzt Streber... Ach, Ronny, ich habe Pony gelesen. Das ist einfach ein dummer Name, habe ich schon gedacht. Das wäre dumm, wenn jetzt in dem Automaten da die Frage stehen würde, ist Wasser sehr effektiv gegen Feuer? Das ist so die beste Endfrage. Kann sich sogar so ein kleines Kind irgendwie denken. Surfer. Ich muss auch nochmal jetzt meine AP heilen gehen, weil ich glaube, Surfer hat jetzt keine AP mehr, ne? Oh, kann das den jetzt einfach mal one-hitten? Oh, oh, besiegt. Aber Fukano ist auch besiegt. Jetzt kriegt keiner EP. Oh Mann. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Double Death. Ah doch, Slime Man bekommt EP. Staubt das einfach ab, ey. Kleiner Abstauber. Elektroball nochmal. Weh, der setzt auch so einen Ball ein. Jetzt setzt er bestimmt so Magma-Ball ein einfach. Weißt du, Pokémon. Ach, Vulpix. Hat er eigentlich schon gestanden, oder? Donner! Ach, Donner trifft nie. Mann. Nachspiel? Holy shit. Bringt das? Nachspiel. Fuck. Ich glaube, mein Pokémon stirbt jetzt, wenn ich den angreife oder so. Oder irgend so eine Art. Kann ich den jetzt mal bitte mit Donner treffen? Danke. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin gespannt. Übrigens heißt die Attacke den Abgesangsbund. Die heißt Abgangsbund. Ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, dass die Abgesangsbund heißt. Ich bin so dumm, ne? Wie kam ich da drauf? Das ist so...
auch wieder so eine Sache gewesen, wenn man früher als Kind, oder gar nichts gebracht, die man früher als Kind gelesen hat und die dann einfach nicht mehr aus dem Kopf rausgeht, weil man denkt, das heißt so. Weil man einfach 888 Pokédollar, geile Zahl. Weil man einfach so im Kopf festgenagelt hat, dass das so heißt. Willkommen bei Pokémon Quiz, yes! Ja, okay. Ist TM 28 die Froschattacke? Nein. Es gibt keine TM, die Froschattacke heißt. Es wäre schön, wenn die auflösen würden, was dann die Lösung ist, so. Was sind eigentlich hier die Dinger? Ach, das ist nur Deko. Was hängt da? Ein Foto von Pyro und Mr. Fuji. Sie stehen eng beisammen und grinsen. Oh, Love Story. Oh mein Gott. Ich wusste es. Sind die eh so Brüder oder so? Das wäre richtig peinlich. Ich wusste es. Ich gebe mich nochmal heilen vorhin. Nicht wunder, was ich jetzt hier mache. Ach, ich kann auch einfach... Nee, ich muss mich heilen. Denn sonst habe ich viel zu wenig AP. Der Part ist bis jetzt sehr kurz. Ich habe fast die Arena geschafft. Das ist ganz schön krass. Ich glaube, das wird der kürzeste Part der Welt. Ich mache notfalls einfach noch ein bisschen mehr. Okay. So, heilen gehen. Ich glaube, ich muss mal den Mr. Fuji darauf ansprechen, wie der so zu dem Pyro steht. Ich meine, der hat einfach ein Bild von dem mit sich in der Arena hängen. Das muss schon irgendwie... Die müssen ja schon, ne? Entweder sehr, sehr gut befreundet sein, oder? Ne, ihr wisst. So, komm, geh vorbei. Komm mal jederzeit wieder. Komm jederzeit wieder vorbei. Und ich sag, komm, geh vorbei. Ach, stimmt, ich habe die Angel ja noch ausgerüstet. Das wollen wir ändern. Vielleicht hat er auch die falsche Angel zum Fangen von Muschas gestanden. Das kann auch sein. Warte mal, war das Fahrrad nicht gerade irgendwie? Ach, ich bin wieder vorbeigedonnert, weil ich dumm bin. Ja. So. Oh, jetzt muss ich eine halbe Stunde durchgehen. Oh, wisst ihr was? Vorspulen. So. Ich meine, das ist ja jetzt eigentlich nicht schlimm, oder? Das spart ja nur Zeit. So, hi. Haha. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du sollst Feuerheiler parat halten. Lustig. Lustiger Witz. So, jetzt gucke ich mir den Typen mal genau an. Jupp, der ist creepy. Eine Herausforderung von Leiter Pyro. Leiter Pyro setzt Vulcano ein. Ah, der hat vier Pokémon. Wahrscheinlich Vulcano, Arcani, Galoppa und Magma. Wenn er kein Magma hat, bin ich enttäuscht. Denn er hat Magma in der Serie gehabt. Dem seine Pokémon sind auf Level 42. Krass. Surfer. Ich gehe mal davon aus, dass der meinen Pokémon übelst abfackeln wird die ganze Zeit. Bodycheck. Oh. Bodycheck. Ah ja, Bodycheck ist die Attacke, die selber Schaden macht. Ja. Hat die Schaden gemacht? Hat die keinen Schaden gemacht, oder? Bäh, was war das denn? Irgendwann ist mir gerade in die Fresse geflogen. Irgendeine Mücke oder sowas. Hoppa, Nase! Jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt ist meine Nase deswegen zu. Das passiert, wenn man sich erschreckt, ja? Das nicht. Meine Nase ist voll rot irgendwie. Die sieht aber, glaube ich, nur so aus. Die ist echt ganz so rot. Wieso bin ich so weiß? Guck dich da an. Ich bin einfach Jesus, ey. Ah, ich swatch gerade meine Hand. Wie ist meine eigentliche Hautfarbe? Gammelgelb? Ach, egal. Bin ich halt heute weiß. Der hat einfach nur ein Ponita, what the fuck? Der hat ja gar keinen Galoppa. Okay, ich glaube, der wäre sehr stark, wenn er einen Galoppa und einen Arcani und einen Magma hätte. Oh, meine Nase. Das ist so schlimm. Ich habe hier so ein Bildschirmreinigungsdruck, damit kann ich mir die Nase putzen, aber ich glaube, das ist relativ dumm. Da kriege ich ja noch Nasen-Aids oder sowas. Feuersturm. Wow. Oh, ich bekomme Feuersturm geschenkt, wenn ich den besiege, kann das sein? Warum brennst du? Ich habe noch so ein Top-Genesung oder sowas, die setze ich gleich mal ein. Ne, ich habe einen Top-Trank, glaube ich nur, ne Scheiße. Top-Trank ist eigentlich so unnütz, weil es haben so viele, so wenig Pokémon, mehr als 200 KP. Okay, auf der 100 bestimmt schon, aber trotzdem. Nein. Jetzt hat er noch einen Galoppa, okay. Oh oh. Scheiße. Ah, okay, ging daneben, das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, ich probiere mich jetzt mal zu heilen danach. So, tschüss. Tschüss. So, mal gucken, was habe ich denn für ein tolles Heilungs-Item. Top-Genesung wäre sehr, sehr gut. Habe ich aber bestimmt mit. Top-Schutz, top. Die Wette gilt. Top-Beleber, Top-Trank, Top-Genesung. Habe ich sogar, krass. Ja, setzen wir mal ein. Ist eigentlich super die Verschwendung, weil das eigentlich ein richtig teures Item ist, aber komm. Ich will jetzt das tragen, wenn ihr nicht abschreckt. Das ist doch noch nicht sehr effektiv. Warum eigentlich? Was ist denn? Ich reine nicht, was ist Dragonier für ein Typ? Ich gucke ihn jetzt mal kurz an. Bericht. Drache. Feuerattacken sind gegen Drachen-Pokémon nicht sehr effektiv? Wusste ich gar nicht. Man lernt immer wieder was Neues. Oh.
Feuersturm trifft irgendwie richtig unselten, würde ich gerade sagen. Und dazu kommt noch, oh nee, jetzt setzt ihr den Hypertrank ein, dass Feuersturm nur 5-mal eingesetzt werden kann. Heißt, er kann ihn nur noch 3-mal einsetzen. Irgendwie ist es manchmal so, wenn jemand einen Trank einsetzt und man dann angreift, dass der Angriff danach stärker wird. Das müsste vor. Oh, jetzt ist er irgendwie schwächer geworden. Toll. Okay, noch 2-mal Feuersturm einsetzen. Feuer ist halt eh freck, von daher. Oh shit. Bin hier aber ganz schön viel KP. Ich will mit Tragung hier alle besiegen. Oh, er hat genauso viel abgezogen. Scheiße, musste das jetzt treffen? Besiegt das nicht? Ich glaube schon. Oh mein Gott, war das knapp. Ach, krass, jetzt haben wir beide so richtig wenig KP. Wir dürften sogar gleich viel KP haben, mit ein bisschen Glück. Aber das werde ich nie erfahren. Jetzt sei denn, ich frage den gleich. Wie viel KP hatte dein Dings noch? Slimer ist tot. Ah ne, vielleicht Level 31. Slimer ist tot. Arcani. Der hat kein Magma. Der hat kein Magma? Was? Level 47 ist ja so stark wie mein Klurak. What the fuck? Ja, mach nicht hier Geräusche mit der Nase. Ich hab da bestimmt noch genug Limo, oder? 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 Da war sie doch. 3 Stück nur noch, naja. So, schön auffüllen. Jetzt setzt irgendeine Attacke ein. Dann setze ich nochmal Limo ein. 1. Aua, aua. Mach aber viel Schaden. Schaden von. Nochmal Limo. Ach, ich hab nur 6 Stück. Ich hab jetzt nur 3. Und wieder voll. Setz ruhig so oft Feuersturm ein, wie du willst. Aua. Das macht aber gut Schaden. Nee, wenn ich jetzt Dings einsetzen würde, Luminade würde sich nicht lohnen von dem Heilungs. Oh, muss das jetzt ein Volltreffer sein? Das ist vollkommen umsonst mein Tragung geheilt. Ich habe zwar noch Top-Beleber oder Allgemein-Beleber, aber da würde ich jetzt nicht benutzen. Stattdessen zeige ich dir mein richtiges Feuer-Pokémon, du Typ. Das ist ein Feuer-Pokémon. Schlitzer. Zeige ich schon einem alten Opa meinen großen Drachen. Das ist auch schon komisch. Das macht bestimmt nicht viel Schaden, oder? Nope. Warte mal, wenn ich jetzt Feuersturm bekomme. Nee, ich bring Klurak Feuersturm, glaube ich, gar nicht dabei. Dabei. Ist klar. Machen wir Schlitzer. Ich hoffe, willst du das noch machen? Da bringt nichts. Mein Klurak ist viel zu geil dafür. Oh, jetzt heilt er sich wieder. Vielleicht stirbt er jetzt, er wäre so dumm. Oh, wieso macht Bodycheck so wenig Rückstoß? Und gewonnen. Kaputt geschlitzt einfach. Klurak kommt einfach mit seinen Klauen, macht alles kaputt und bam, alles ist tot. Arenaleiter Pyro, du besiegt. Mein Feuer ist erloschen. Du hast den Vulkanorden redlich verdient. Oh, ich muss dran denken, den einzublenden. Bitte denk dran. Ich habe das Gefühl, ich werde ihn auf jeden Fall vergessen. Red gewinnt 4700 Pokédollar. Das ist mittlerweile schon ein Running-Gag, vielleicht immer vergessen, den einzublenden. Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Spezialfähigkeiten? What the fuck? Nimm zusätzlich dieses Geschenk. T-Macht 30. Ist doch Feuersturm, ja. Die mächtigste Feuerattacke. Lügner. Allerdings ist die gegen Wasser-Pokémon machtlos. Warte mal, ist das eine Lüge? Das ist gar keine Lüge, ne? Feuersturm ist vom Angriff her die mächtigste Pokémon. Feuerattacke, oder? Macht die nicht 150 Schaden? Oder macht die auch nur 120? Wenn die nur 120 Schaden macht, dann stimmt das gar nicht. Ach, ich kann ja nachgucken. Ne, Power Punch war das, ups. Da. 120. Hat aber nur eine 85%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Da bringen wir Klurak lieber was anderes bei. Denn um ehrlich zu sein, finde ich, dass 2 Feuerattacken, die richtig gut sind, nämlich Flammenwurf, die als normale Feuerattacke zum Angreifen gilt, und die Attacke, die wir demnächst lernen werden, reichen für, ja, einen Feuer-Pokémon. Ich meine, erstens habe ich dann genug AP, Flammenwurf kann sowieso super oft angreifen. Und die andere Attacke, die wir dann lernen, ist halt eine richtig starke Attacke. So, jetzt müsste irgendwas Besonderes passieren. Ah. Hä? Wenn das nicht Red ist. Ich bin es, Bill, lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mein PC-System. Nun, hör zu, da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel tief im Süden, die Island 1 genannt wird. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wäre es, hast du Lust mitzukommen? Was hat er gerade so ein Geräusch gemacht? Ja, gerne. Einverstanden und los.
Da hat er ein Privatboot gekriegt, ich krieg zu viel. Scheint, dass das Schiff von meinem besten Freund auch angekommen ist. Er hat es extra zur Zinnoberinsel geschickt, um mich abzuholen. Meine Frage. Wie kommt das Schiff dahin? Da ist eine Insel im Weg. Dazu sind da überall Steine und man kommt da gar nicht durch. Wie zur Hölle kam der Typ dahin? Wir sind da. Das ist Island 1. Hier gibt es mehrere Inseln und die sind... Und dies ist... Was? Eine davon. Achso. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt. Oder Celio, Celio, keine Ahnung. Um mich abzuholen. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf dieser Insel zuständig. Warum ich dir das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Ich will da gar nicht hin. Muss ich da rein? Bitte nicht. Lass mich. Oh. Hier muss ich überhaupt nicht zuhören, denn das Einzige, was man hier machen kann, das habe ich früher übrigens nicht verstanden, ist, dass man hier Pokémon von Rubin und Saphir rübertauschen kann. Hi. Ich kann es nicht glauben, dass du herkommst. Selbstverständlich. Was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Oh. Red, das ist mein Freund Celio. Er ist passionierter PC-Maniac. Celio, das ist Red, ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokémon-Champ. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts für Kämpfe übrig. Egal. Freut mich, dich kennenzulernen. Was gibt's Neues? Und macht deine was macht deine Maschine? Sie läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hingestellt werden. Oh, wirklich? Lass mich mal sehen. Moment noch, ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich dir helfen? Red, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Oh, da gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fable für seltene Steine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diese Meteoriten zu ihm zu bringen? Red nahm den Meteoriten von Bill und packte ihn in die Basistasche. Tripass erhalten. Ich krieg jetzt die 8 Millionen Geschenke. Richtig geil. Red packt Tripass in die Basis. Scheiße. Keine Ahnung. Ja, ist mir egal. Dort kannst du zwischen Island 2 und 3 reisen. Ja, jetzt krieg ich noch eine Karte, ey. What the fuck? Ich treffe dich dann später. Tschüss. Okay. Gut, hier ist anscheinend auch Pokémon Center drin. Cool. Ah, du bist fremd hier. Hallo, wo kommst du her? Hallo, Bastia, das kenne ich nicht. Das hat wehgetan. Auf dieser Insel gibt es einen gigantischen Vulkan. Er ist schon lange nicht mehr ausgebrochen. Also kannst du beruhigt wandern. Okay. Hi. Willkommen Pokémon Center. Ja, der Pokémon. Okay. Raste halt ein bisschen, ist okay. Was müssen wir denn auf Island 1 so Schönes fangen? Ein Tentoxa. Wow. Oh, wir können hier was ganz Besonderes fangen. Da sollte ich aber erstmal nochmal vorher shoppen gehen, bevor ich das fange. So, ich bin froh, dass ich jetzt nicht weiter mit dem Typen da reden musste, denn wir müssen uns hier gar nicht drum kümmern, weil wir uns eh nicht mit Rubin und Saphir verbinden wollen. Island 1. Freunde treffen sich auf dieser Knoteninsel. Das habe ich früher auch nie verstanden, aber das gibt ja Sinn, weil man hier ja mit Rubin und Saphir sich verbinden kann. Wir freuen uns. Aufrechter junger Mann. Langweilig. Ich bin mir sicher, labert irgendwas von wegen heiraten. Habe ich aber gerade leider keinen Bock drauf, dazu zu hören. Wir wollten mal gucken, wie der Meteorit aussieht. Würde mich mal interessieren. Meteorit. Da. Oh, richtig beschissen. Der Mondbergaufschub, ein sehr harter Klumpen. Boah, das war ein harter Brocken, ey. Okay, toll. Hier können wir jetzt weiter. Und mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit kann hier ein gewisses Tentoxa auftauchen. Mit einer 5%igen Wahrscheinlichkeit, um genau zu sein. Da ist eine random Kuh, die aussieht wie Misty. Geht hier ab. Oh, geil. Secret! Top Schutz gefunden, wow. Toll. Ist das hier? Ja, das ist echt hier schon, ne? Klar. Ich kann immer noch kein Zertrümmerer. Warum kann ich eigentlich kein Zertrümmerer? Oh, hi. Wenn Server in der Unterbuchse, die mich ansprechen. Oh, Mann. Ich glaube, das schenkt mir irgendwie, der so unwichtig da gestanden hat irgendwie. Egal. Schöner Michel. Muschas. Da ist doch Muschas. Soll ich haben. Ich will jetzt einfach Pokémon auf den drauf. Ne, egal. Donner-Pokémon wäre jetzt ganz schön. Deswegen werde ich zu meinem süßen kleinen Elektroball wechseln. Aurora-Strahl, cool. Ich mag Aurora-Strahl, auch wenn die in den neuen Spielen richtig geil aussieht. Bringt der überhaupt was, weil das ein Eis-Pokémon, ne? Ah, okay, gut. So viel dazu. Braucht ich schon damals Donner einzusetzen. Muschas wurde besiegt. Tragen wir halt EP. Er hält auch EP. Und er halt auch EP. Austos, krass. Haben wir nicht schon mal gegen Austos gekämpft schon? Ja, ich muss echt gucken, dass ich irgendwie Austos und Dings fangen. An Donner einsetzen. Trifft sogar geil. Das wird, denke ich, ein One-Hit, oder? Ich finde ein bisschen schade, dass Elektro-Pokémon keinen Donnerblitz kann. Naja, Schockwelle ist auch ganz gut. Eigentlich ist Schockwelle sogar ein bisschen besser als Donnerblitz, weil er die halt immer trifft. Und als super starker Attack habe ich immer noch Donner, wie gesagt. Shillock, nein.
Nochmal Donner, Donner. Und treff nochmal direkt, geil. Donner hat auch eigentlich, glaube ich, nur eine 90% die Chance zu treffen. Also, eine hohe Chance zu treffen, wollte ich damit ausdrücken. Weil 90% ist eigentlich nicht so wenig, würde ich mal behaupten. Trotzdem treffe ich damit eigentlich recht selten. Das ist irgendwie schade. Slime erreicht Level 32. So, das ist jetzt das Level, wo ich gesagt habe, dass er sich entwickelt. Mal gucken. Irgendwie glaube ich mittlerweile doch, dass er sich auf Level 36 entwickelt. Mal gucken. Und ich hatte anscheinend nicht recht. Toll. Da ist irgendwie... Kann ich keins da drüben ran, ne? Oder? Warte mal. Ich muss doch Zertrümmerer schon können, oder nicht? Das erlernen wir doch eigentlich voll früh. Lecker. Nee. Ist VM... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, dann ist Zertrümmerer 6? Also kriege ich ja doch erst zu spät, what the fuck? Ist da irgendwie so ein Pärchen oder so? Ja, shit. Wie viele Bälle habe ich? Denn hier ist was sehr Wichtiges, was wir fangen müssen. Da sollte ich nicht ohne genug Bälle hingehen. Ich weiß ja nicht. Ich werde jetzt aber auch erstmal... Obwohl, ich gehe noch hin. Oh, komm, wir kämpfen noch gegen die beiden. Komm. Ach, muss ich gar nicht. Geil. Oh mein Gott, was sind das für olle Typen? Ja, hä? Da kommen wir ja gar nicht durch. Kleide dich für einen Kampf. Wechsel dieses unwürdige Outfit. Oh mein Gott. Wieso wollen alle, dass ich mich ausziehe? Ich verstehe nicht. Enrico heißt der auch noch, ey. Ich bin Enrico! Ich klatsche dir die Fresse ein! Ich bin so scheiße. Ich sehe die ganze Zeit die Musik. Das ist voller dumme Commentary. Ich sauf was. Das ist gutes Commentary. Außerdem, ich habe vergessen, bei der Entwicklung von Krabi zu Kingler was zu trinken. Dann, obwohl ich den Trinkflasch dabei habe, wie ich für ein Arschloch. So. Lecker. Ein Volltreffer. Und wenn ich meine, dass ich auf der richtigen Insel bin, wo ich sein denke zu sein. Was? Sorry? Ich brauche noch auf jeden Fall Pokébälle. Fällt mir gerade auf. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch Pokébälle. Ups. Dann ist ja was mir dummes... was mir passiert ist. Und zwar wusste ich nicht, wie man früher zum Beispiel was wie Feuerstein benutzt. Ich habe gedacht, du gibst halt irgendeinem Feuer-Pokémon und entwickelt sich dann. Also egal was. Du gibst halt irgendeinem Pokémon und entwickelt sich. Dann muss halt nur vom selben Typ sein. Und dann habe ich einen Ponita gehabt und wollte, dass das zum Galopper wird, weil ich alle Pokémon fangen wollte. Hab dann den Feuerstein eingesetzt bei... Oder wollte ihn einsetzen. Nee, ich habe den Ponita gegeben, weil man den ja nicht einsetzen konnte. Ich habe gedacht, du musst ihn dem zum Tragen geben. Und dann irgendwie damit ein bisschen rumrennen. Bin ich hin und her gerannt und da ist irgendwo... Warum gerade ich? Wer gewinnt? Schon wieder 888, what the fuck? Nein, da ist dieses Schild. Genau, ist er das? Da steht auf irgendeinem Schild drauf irgendwie so, Glutfunken fliegen herum oder so. Und dann bin ich halt rumgerannt, bin gegen dieses Schild gerannt, hab dann damit gemerkt und dann hat er gestanden, Glutfunken fliegen herum. Und ich habe gedacht, ja, jetzt funktioniert das endlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt weiß ich endlich, wie das funktioniert. Man muss anscheinend nur rumlaufen. Und dann auf einmal ist nichts passiert. Dann habe ich gedacht, ach so, dann war bestimmt nur die erste Vorstufe. Man muss bestimmt noch länger damit rumlaufen. Und dann bin ich bestimmt eine Stunde hin und her gerannt mit Ponita im Team, was Feuerstein dabei hatte. Und dann ist nichts passiert. Und irgendwann bin ich dann zufälligerweise nochmal gegen das Schild gelaufen und habe dann gesehen, ach nein, ich bin zu dumm. Und dann habe ich realisiert, scheiße, du bist ganz schön bekloppt im Kopf. Was war da für ein Pokémon? Ich setze mal Slimer ein. Oh, ich muss niesen. Oh, ich muss niesen. Oh, ich muss niesen. Oh. Bah. Der kann aber cool attacken. Schlammbart. Aussetzen ist auch geil. Dem kann ich Toxin beibringen. Geil. Ich glaube, dann entwickelt Slimer entweder für 33 oder 34 oder 35. Ne, 35 nicht. Ich glaube, kein Pokémon schon für 35 entwickelt. Entweder 34 oder 6. Ne, ich glaube 34. Ich glaube 34, ja. Mein nächstes Gebot. Wie stark waren dann jetzt, what the fuck? Gehen wir bei denselben Pokémon. Was ist denn für Gammelviecher? Ich könnte 1000 Mal Komprimator einsetzen, damit er mich nicht mehr trifft. Oder ist jetzt einfach Schlammbart ein. Oder Aussetzer gleich, wenn der irgendeine dumme Attacke einsetzt. Oh, ja, genau. Wie oft Schlammbart vergiftet, so unnormal. Ey! Das ist nicht sehr effektiv und töte mich einfach fast. Willst du mich verarschen? Dann muss ich jetzt einmal Pokémon wechseln. Taubos. Ist eigentlich egal, wenn ich raus... Obwohl, nee, ist nicht egal, weil Taubos ist sogar sehr effektiv. Warum denke ich da nicht dran? Oh, oh. Aua. Das war schlimm. Ich glaube, eine Fliegenattacke und er ist tot. Werden wir es sehen. Jetzt wird er nochmal schön vergiftet.
Setzt Gesichter ein, failed übelst. Und wird durch Gift verletzt. Und jetzt schlage ich zu. Besiegt. Yeah. Wäre auch komisch gewesen. Oh, Towers von EP. Slimer bekommt richtig viel EP. Krass. Wieso hat Slimer so viel EP bekommen? Weil er länger gekämpft hat. Genau, da. Entfache das Feuer in dir. Glut-Therme. Und ich habe dann gedacht, so, ich renne hier so hin und her. Und dann auf einmal. Oh, entfache das Feuer in dir. Ja, es funktioniert. Der Stein funktioniert. Und dann habe ich hier richtig lang rumgerannt und ist nichts passiert. Und ich habe mir nur gedacht, warum passiert nichts? Muss ich jetzt hier hoch? Ich verstehe gerade im ersten dann nicht mehr genau, wie das hier funktioniert. Ich muss hier hoch, ne? Geh weg. Komm schon, Tetoxa. Nee. Habe ich den Tasche eigentlich schon? Ja, habe ich, gut. Den Toxa kann mit einer wie viel prozentigen Wahrscheinlichkeit kommen? Auch wieder nur 5, das ist ja toll. Hört sich gut an. Du dumme Kuh! The fuck? Oh, scheiße, wie lang ist der Part? Ach, egal. Egal. Ich mache jetzt schon in dem Part richtig viel, aber der ist irgendwie doch noch nicht so lang. Jutta. Ach, die Jutta, die gute alte Jutta, ja. Kennt man ja, ne? Direkt Pokémon wechseln zu unserem kleinen süßen Bällchen, der gar nicht klein ist. Wie groß ist der eigentlich? Kann man das gucken? Ich denke, das steht nur im Pokédex. Komm, wir gucken uns nochmal die ganzen Statusdinger von meinem Pokémon an. So. Dragonair. Ist ein scheues Pokémon, passt sehr gut. Der kann das, ist kühn. Lorak ist, kann das da und ist immer noch sacht, was überhaupt nicht passt. Der hat aber schon echt einen hohen Spezialangriff, ist sein höchstes Ding. Wertehalter findet Itemdiebstahl. Oh, ist aber eine dumme Fähigkeit. Ist ja echt eine dumme Fähigkeit. Der ist naiv. Wie süß. Ein naives kleines Slimer. Adlerauge kann der. Hat diese Stats und ist forsch. Der hat echt keine guten Stats, Tauboss. What the fuck? Oh, ich wollte mein Pokémon wechseln. Hups. Egal. Hör auf, die Musik zu singen. Das kannst du nicht. Wie billig eigentlich diese Wasseranimation da unten ist. Ich meine, das ist doch noch jetzt eine Animation, aber ich meine jetzt die Grafik davon. Das ist eigentlich recht scheiße, ne? Fällt mir jetzt das auf. Oh, Seemann ist ein Drache-Wasser-Pokémon. Ich glaube, das macht ganz viel Schaden, oder? Doch. Okay. One-Hit, trotzdem. Brauche ich ja keinen Donner einsetzen. Dann reicht schon, wenn ich die Attacke einsetze. Slimer, reicht Level 33. Du darfst dich nicht auf Level 33 entwickeln. Du musst dich auf Level 34 entwickeln. Das ist meine Wette verloren, die ich gar nicht gewettet habe, aber egal. Schockwelle. Ich habe gerade Angst gehabt, dass Schockwelle nicht trifft, aber Schockwelle trifft ja immer, ne? Besonders in Wasser. Du musst einfach nur einen Blitz in Wasser machen und alle sind tot, ey. Sogar die Schwimmerin Jutta ist mitgestorben, ne? Richtig schrecklich. Steht da so Nachrichten. Das steht in Nachrichten. Schwimmerin Jutta kam einem tragischen Unfall zum Opfer und explodierte, als sie im Wasser am Schwimmen war und dann von einem Elektroball angesuppt worden ist. Der Schwimmer da sieht aus, als würde mir irgendwas schenken. Aber ich glaube nicht, dass mir irgendein Schwimmer noch was schenkt, weil ich habe schon alle Angeln. Und ich wüsste, was ich sonst bekommen kann. Eine Matrix-Angel, mit der man einfach, keine Ahnung, Entei fangen kann. Warum sollte Entei? Warum? Hä? Oh, ich bin echt richtig scheiße. Ich wollte hier gar nicht hin. Ich wollte hier nicht hin. Meine Nase läuft gerade ein bisschen eklig. Aber ich will noch was zeigen. Glutberg. Ich habe Angst. Der Typ da bringt einem was bei. Der bringt einem Explosion bei. Stell dir vor, dieser Vulkan würde ausbrechen. Die Eruption wäre unser Ende. Ist das nicht erschreckend? Während die Knie schlottern, könnte ich einen der Pokémon Explosion lernen. Perfekt, das kann jetzt Elektroballer lernen. Du bist unheimlich tapfer, oder? Slimer kann Explosion erlernen? Meine Nase läuft. Warum kann Slimer explodieren? Fuck. Ich weiß, das ist ultra eklig, ich mir die ganze Zeit so hier die Nase so abwisch und so, aber hat kein Taschentuch. Ja. Wie ich das noch wusste, dass der Typ einem Explosion beibringt. Ultraschall, ja. Auf jeden Fall. Dann können wir jetzt explodieren. Cool. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Elektroball noch Explosion erlernen wird. Opa. Aber ich will mir das jetzt so beibringen, komm. Explosion auf diesem Vulkan einzusetzen, was für ein aufreibender Nervenkitzel. Komm ich da jetzt noch nicht hin, oder was? Das ist Team Rocket. Nein, ich komme da gar nicht hin. Doch, oder? Hi. Hier drüben, wir versuchen hier zu graben. Der Schatz, den die Force... Was? Über den die Force reden, müsste hier irgendwo sein. Was zur... Du bist im Weg, verschwinde. Was zur... Nein, ich bin im Weg. Hey, was laberst du?
Okay, komische Leute. Aber hier komme ich doch durch, oder? Shit. Mein Kinder ist weg. Warte mal, kann ich hier vielleicht so ein Mashup oder so... Oh, jetzt sind hier keine Pokémon zum Fangen. Kann ich hier irgendwo ein Pokémon fangen, was Stärke kann? Och, nee. Jetzt, warte, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich werde jetzt dann schnell ein Pokémon holen, was Stärke kann. Und dann werden wir hier ein seltenes Pokémon zu fangen. Was ich eigentlich schon denken kann. Ich meine, Glutberg, ne? Und ein, das einzige Pokémon, was noch fehlt an legendären Vogel-Pokémon ist... Ihr wisst welches. Wir sehen uns dann, denkt zu werden. Bis dann, tschüss.